Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute im Studio hier den Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Und ich bin der Sashi und wir reden heute über den 28. Oktober. Richtig. Und am 28. Oktober hat Geburtstag wer? Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, so. Ja. Jetzt ist die Frage, kennst du den als Schauspieler aktiv oder weißt du nur, wer es ungefähr ist? Nein, ich kenne ihn aus Filmen. Ja, also, welche? Ich habe sowohl Gladiator gesehen und ich habe Walk the Line gesehen. Ah. Quasi die Verfilmung von Johnny Cashs Leben, ja, die er grandios gespielt hat. Hast du Science gesehen? Habe ich auch gesehen. Echt? Ja. Ja, normalerweise frage ich immer, Till, hast du irgendwas gesehen? Hast du gesagt, nö, kenne ich nicht. Ja. Science hast du gesehen, Gladiator hast du gesehen und du hast Walk the Line. Walk the Line gesehen. Ja. Das sind ja drei Filme. Das sind drei Filme. Mit Joaquin Phoenix. Richtig. Hammerhart. Ja. Ja. Viel mehr hat er auch nicht gemacht, glaube ich. Naja, schon ein bisschen. Ein bisschen mehr schon. Der hat heute Geburtstag am Happy Birthday. 28. Oktober. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Hat übrigens bei Walk the Line den Soundtrack quasi selber gespielt. Ach, und gesungen. Ja, ja, der ist ja richtig, der hat ja richtig, also Talent im Gegensatz war zu dir. War richtig geil. Ja. Ja, und am 28. Oktober wurde 1886 auch die Freiheitsstatue in New York enthüllt. Das war am 28. Oktober. Die wurde enthüllt? Was sonst? Ja, ich weiß nicht, aber dieses Ding ist riesig. Also hast du mal irgendwie versucht, da einen Laken drüber zu legen? Naja, so ein Laken, das ich habe nicht, aber so ein, halt so ein größeres. Was, weil wir hatten das, der Castro gemacht mit dem Brandenburger Tor. Hat er da auch alles eingepackt? Ein Reichstag. Hä? Er hat einen Reichstag eingepackt. Ja, aber das Brandenburger Tor doch auch. Ja, aber das haben die dann, weißt du, was der Stoff alleine wiegt, den du da drüber legst? Meinst du, die Amerikaner haben gesagt, wir haben jetzt hier so eine Freiheitsstatue und die hat ein Schweinegeld gekostet. Aber fürs Tuch haben wir kein Geld mehr. Ja, aber es ist doch auch totaler Schwachsinn. Also, diese Statue steht vor New York, irgendwo auf einer Insel im Wasser und wird da aufgebaut. Wahrscheinlich über Monate. So, und dann kommt einer, legt einen Lappen drüber und der wird dann runtergezogen. Der hat doch schon jeder gesehen vorher. Es geht doch um die Zeremonie, verdammte Scheiße. Till, manchmal bist du total anti. Wen habe ich mir da eingeladen? Jedenfalls am 28. Oktober ist was noch passiert? Ein blauer Balken bei mir. Ein blauer Balken? Ach, hast du den nicht? Nein. Ach so, ist ja ein Ding. Ah ja, dann bin ich ja wieder dran. Konstantin der Große. Konstantin der Große, das ist der hier. Ja, einen großen Kopf, deswegen heißt er auch große Augen. Große Nase, große Ohren. Das ist wie so ein japanischer, ja, Manga. Was hat er noch alles groß? Mutmaßt man, ja? Das ist ja nur Kopf. Ja, also. Konstantin der Große besiegt seinen Rivalen Maxentius. Hä? Heißt das wirklich so? Maxentius, ja genau. Besiegt seinen Rivalen und das war 312. Vor oder nach? Nach Christus. So, jetzt weißt du es. 312 nach Christus und das war am 28. Oktober. Also wir wissen jetzt, dass der Konstantin der Große einen Sieg erlangt hat, dass die Freiheitsstatue enthüllt worden ist mit einem riesengroßen Laken, was der Till sich überhaupt nicht vorstellen kann und total anti irgendwie hier kommentiert hat. Und der Joaquin Phoenix hat Geburtstag. Happy Birthday. Cheerio, bis Sophie, bis morgen.